Hallo zu Plenum TV. Das Thema der Aktuellen Stunde lautet: Gleiches Recht auf gute Chancen, mehr Unterstützung für Alleinerziehende. Gemeint ist durch die öffentliche Hand, denn Alleinerziehende seien von allen Bevölkerungsgruppen am meisten von Armut betroffen. Übrigens, 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen. Der Ansatz muss in zwei Richtungen insbesondere gehen. Einmal die finanzielle Unterstützung bei unseren Alleinerziehenden, meistens Frauen im Übrigen. Und zweitens, wir müssen die Kinderbetreuung in Bayern verbessern, zum Beispiel über eine Sockelfinanzierung der Kindergärten. Da liegt einiges noch im Argen. Deshalb haben wir auch die Betreuungseinrichtungen stark ausgebaut. Bayern hat da mehr gemacht als andere Bundesländer und wir werden es auch weiter tun. Zum Teil läuft schon die zweite und dritte Phase des Ausbaus und der Freistaat unterstützt es mit sehr hohen Landesmitteln und das werden wir auch in Zukunft machen. Wir haben die Situation, dass Alleinerziehende Männer oder Frauen, meistens sind es Frauen, aber es gibt auch alleinerziehende Männer, dass die stärker von Armut bedroht sind. Und das ist etwas, was so nicht sein kann. Deswegen stehen wir natürlich auch dafür ein, dass die finanzielle Situation verbessert wird. Wir haben zum Beispiel die Bezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen entsprechend erweitert. Und wir haben natürlich auch die Einkommensgrenzen angehoben fürs Landeserziehungsgeld. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Da sind wir eines von 2 Bundesländern, die das überhaupt noch gewähren. Ach, ich kann es Ihnen sagen. Ich wohne sowas von auf dem Dorf. 50 Einwohner, 3 habe ich selbst geboren. Kein Handynetz, Internetanschluss an. Nicht immer volle Kraft des WLAN und der Bus kommt einmal am Tag. Also ich spüre nichts von den gleichwertigen Lebensverhältnissen. Da ist noch viel zu tun, auch wenn es so behauptet wird, sind wir wieder in der Kinderbetreuung. Wir haben noch keine Kinderhorte, das fehlt noch in der Fläche, es gibt flächendeckend in Bayern nicht. Und die Infrastruktur ist natürlich das größte Problem. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist auch im Gesundheitsbereich die hausärztliche Versorgung auf dem Land. Damit verknüpft natürlich auch die Apotheken, die dort vorhanden sein sollen, und Pflegeeinrichtungen, damit die Senioren in ihrem sozialen Umfeld in der Nähe bleiben könnten. Das sind in meinen Augen jetzt die allerwichtigsten Handlungspunkte, die wir in Angriff nehmen müssen. Aber es gibt noch vieles mehr. Mit den Worten: Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Bayern ist fortan ein Freistaat. Des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner begann die Volksregierung in Bayern vor 100 Jahren. Genauer gesagt am 8. November 1918. Da dieses Jahr, der 8. November, ein Donnerstag ist, überlegt man im Bayerischen Landtag, ob dieser nicht einmalig mit einem gesetzlichen Feiertag begangen wird und so das 100-jährige Bestehen des Freistaates Bayern würdig gefeiert werden könne. Feiertag ist immer gut. Bayern hat zwar die meisten Feiertage, aber das schadet uns ja offensichtlich nicht. Das tut uns ja offensichtlich gut. 100 Jahre Freistaat Bayern ist natürlich ein Grund zum Feiern. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch ein Jubiläumsjahr haben, wo es sehr viele tolle Veranstaltungen geben wird. Ich glaube, viele würden sich einen zusätzlichen Feiertag wünschen. Nur es ist nicht ganz so einfach. Das muss auch finanziert werden. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Uns ist wichtig, dass man überhaupt mal den Wert der Demokratie erkennt, dass man die Demokratiegeschichte auch lernt und auch umsetzt, insbesondere bei der Jugend. Ein Feiertag bräuchte ich dazu eigentlich nicht, aber nächstes Jahr würde ich mir einen wünschen. Weil einen Freistaat und eine Demokratie macht erst aus die Verfassung und die hat nächstes Jahr Geburtstag. Also das wäre für mich dann das freudigere Ereignis. Ich denke, im Freistaat Bayern haben wir im Moment, wenn ich richtig nachgeguckt habe, 12 oder 13 Feiertage im Jahr. Das heißt schon eine ganz schön stattliche Anzahl. Und wenn man mal den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, würde ein weiterer Feiertag der Wirtschaft rund 1 Milliarde Euro an Belastung mitbringen. Und ich denke, da sollte man lieber die anderen Möglichkeiten ausschöpfen, als da noch eine Hürde aufzubauen. Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Das war für TV Bayern Live Maximilian von Rossig.